Spät aber doch habe ich die Glossybox vom Jänner für euch. Wenn ihr wissen wollt, was in meiner Glossybox drinnen ist, bleibt gern dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Caro und ich zeige euch heute die Glossybox vom Jänner 2024. Ja, spät aber doch, sie liegt schon ein paar Tage bei mir, aber ich hatte bis jetzt leider keine Zeit dafür. Aber ja, wenn ihr wissen wollt, was drinnen ist, schauen wir mal hinein. Ne? Wenn ich aufmache, kommt gleich hier dieses Zettelchen mit dem QR-Code. Das werde ich auch gleich einmal scannen, wenn ich mein Handy mit hätte. So, jetzt habe ich mir mein Handy geholt und habe den QR-Code gescannt. Und da schauen wir jetzt gleich einmal, was da drinnen steht. Das ist die Wellbeing Edition. Ab ins neue Wohlfühljahr mit deiner Wellbeing Edition. Haut, Haar und einfach eine Wohlfühl-Beauty-Routine. Damit schlittern wir ins frische 2024. Denn eine perfekt gepflegte Basis ist die beste Grundlage für all die restlichen Kosmetik-Treats, die in diesem neuen Jahr auf dich warten. Eines ist sicher, Glossio. Es wird eine tolle, aufregende Beauty-Zeit, aller neue Inspirationen, Produktentdeckungen, Self-Love und Spaß. Trage diesen Spirit durch die Januarwochen und beobachte, wie sich dein Mindset von Tag zu Tag zum Positiven verändert. Freue dich diesen Monat auf eine ganz besondere Box, die dir eine ideale Must-Have-Zusammenstellung für den schönsten Neubeginn im Badezimmer bietet. Mehr zu unseren ausgewählten Highlights liest du auf den nächsten Seiten. Bis dahin mach dich ganz in Ruhe startklar. Fühl in dich hinein und nimm dir alle Zeit der Welt, um dich um dich auf ein brandneues, unvergessliches Jahr einzustimmen, das von dir mit lauter herzerfüllenden Momenten gefüllt werden darf. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dein Glossybox-Team. Das ist schön. Ja, Vienna schreit natürlich nach Neubeginn, ne? Ist ganz klar. Ist auch diese Dame hier sehr entspannt und schaut nach Self-Care und Entspannung und Wellbeing aus. So, und dann mache ich einmal die Schleife und das Klebe auf und zeige euch gleich einmal den ersten Blick in die Box, und da sieht man gleich nur etwas Großes drinnen. Und zwar ist das ein Haar-Wrap-Towel, also so ein Haar-Turban, sowas. Das wollte ich eh schon auch haben, weil ja, ich habe zwar kurze Haare, aber trotzdem ist das ganz praktisch, denke ich mal. So, das schaue ich mir gleich mal an. Hier ist ein Mikrofasertuch, hier mit einem Knopf. Und ja, also ganz normal. Aber ein schönes Produkt, da freue ich mich, dass ich jetzt sowas auch einmal zu Hause habe. So, dann habe ich hier eine Feuchtigkeitsmaske von Shebens. Bis zu 48 Stunden mehr Feuchtigkeit, hydratisiert die Haut mit Soforteffekt, Gurke, Urea, Heilwasser, trockene Haut, Hyperallergen. Mit zwei Sachets, schön, also Masken kann man ja immer brauchen, ist ein schönes Produkt. Dann habe ich hier Basic Skin, was ist das? Strawberry Lip Scrub. Oh, das ist nett. Ein Lip Scrub, von wem ist denn das? Basic Skin wahrscheinlich, ne? Ja. Also ein Lip Scrub, das kann ich auch gut brauchen. Dann habe ich hier von Catrice, heute kann ich nicht reden, ich weiß nicht, was los ist. Von Catrice Matte Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipstick in der Farbe... keine Ahnung, da, 060 Juice Passion, ist eine sehr schöne Farbe, aber schaut sehr nach dem aus, den ich eh da habe, aber das ist eine andere Farbe, interessant, ich muss die mal vergleichen,
Ja, ein bisschen anders sind sie schon. Der neue ist dunkler. Da habe ich nämlich die Farbe Trust in mir und den habe ich auch gerade auf meinen Lippen. Finde ich aber sehr gut, dass es wirklich einer, der nicht abfärbt und doch ein bisschen noch hält. Also da freue ich mich sehr darüber. Dann habe ich hier What's in it for me? Okay. Ich zeige euch das jetzt einmal. Ich habe keine Ahnung noch, was das ist. Aber das schaue ich jetzt in dem digitalen Magazin nach, dass ich euch das sagen kann. So, what's in it for me? Rosemary Leaf Body Cleanser. Dieser Cleanser bietet dir ein ganz besonderes Wellbeing-Erlebnis unter der Dusche. Seine Rosmarinblattextrakte dienen der Verjüngung, Rosmarinöl und Aloe der Beruhigung und Zitronengras der Reinigung und Wiederherstellung des Gleichgewichts deiner Haut. Alles drin, was du für eine perfekte Reinigung deines Körpers benötigst. Ja, also mehr oder weniger ein Duschgel. Okay, kann man sicher brauchen. Mal schauen, ob das offen ist, ob man das riecht. Nein, das ist nicht offen. Da kann man nicht, kann ich nichts rausriechen, kann ich nicht sagen, wie ich es finde. So, und dann haben wir das letzte Produkt. Das ist so ein kleines grünes, kleine grüne Tube von Team Peter Thomas Roth. Ein Cucumber Gel Mask. Okay, Extreme Detox Hydration. Refreshing, Cooling, Moisturizing, Soothing. Ist für trockene Haut und ja, mit Gurkenextrakt. Okay, finde ich schön. Ist auch eine schöne Größe, die kann man schnell, kann man gut aufbrauchen auch. Und das finde ich auch schön, wenn man mal ein Erfolgserlebnis hat. Ne? Wenn man aufgebraucht Videos macht, jedes Monat freut man sich ja doch, wenn man Produkte auch leer bekommt. Deswegen finde ich das ein schönes Produkt. Ja. Also eigentlich eine sehr gute Box, finde ich. Was sagt ihr zu den Produkten und zu der Box? Was sagt ihr zu der Zusammenstellung? Gefällt euch das? Passt das zum Thema? Was meint ihr? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare und lasst mir doch bitte auch ein Abo da. Ich freue mich über jedes Abo und es wird meinem Kanal sehr helfen. Und einen Daumen nach oben für das Video, da würde ich mich auch drüber freuen. Ja, und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!